Kann man als Hochzeitsfotograf oder Hochzeitsvideograf staatlich gefördert werden? Ja, das geht. Denn unsere Weiterbildung wird ab jetzt zur Hälfte oder sogar zu 80% vom Staat finanziert. Ich weiß, das klingt schon zu gut, um wahr zu sein, aber tatsächlich ist es so, wir haben das erste staatlich geförderte Bildungsprogramm für Hochzeitsfoto- und Hochzeitsvideografen Deutschlands. Das heißt, wir zeigen dir, wie du Anfragen von gut zahlenden Brautpaaren bekommst, wie du bei Google auf Seite 1 landest und Hochzeiten zwischen 2.000 bis 4.000 Euro abschließt und noch viel, viel mehr. Und ja, das wird staatlich gefördert. Und ich weiß, du fragst dich jetzt bestimmt, okay, das hört sich irgendwie zu krass an. Bin ich denn dafür überhaupt berechtigt? Welche Voraussetzungen muss der überhaupt mitbringen und so weiter? Und grundsätzlich bist du berechtigt, diese Förderung zu erhalten, insofern dein Unternehmenssitz in Deutschland ist. Du musst natürlich ein Gewerbe angemeldet haben. Es spielt dabei keine Rolle, ob du ein Kleinunternehmer, Einzelunternehmer, Freiberufler oder eine GmbH bist. Dann kommt natürlich die Frage auf, warum 50%, warum 80%? Ja, woher weiß man jetzt, wie viel man bekommt? Naja, ganz einfach. Wenn du in Westdeutschland lebst, dann erhältst du eben eine Förderung von 50%. Wenn du in Ostdeutschland lebst, dann erhältst du eine Förderung von 80%. Ich weiß, es ist ein bisschen komisch, aber ich mache hier auch nicht die Regeln. Dann fragst du dich vielleicht auch, muss ich denn diese Förderung überhaupt selbst beantragen? Und die Antwort ist nein. Also in allererster Linie müssen wir überprüfen, ob du überhaupt für die Förderung geeignet bist. Wenn das der Fall ist, benötigen wir nur noch von dir eine Vollmacht, um den Antrag stellen zu können. Um alles Weitere kümmern dann wir uns. Das heißt, wie würde das Ganze ablaufen? Im ersten Schritt machst du unseren kostenlosen Fördercheck. Diesen Fragebogen kannst du in unter 60 Sekunden ausfüllen. Link findest du unter diesem Video dafür. Und sobald das eben erledigt ist, schauen wir uns deine Daten an und können dir auch direkt sagen, ob du für eine Förderung geeignet bist oder nicht. Als nächstes nehmen wir dann mit dir Kontakt auf. Hier geht es dann vor allem darum, dass wir dir ein Dokument zusetzen, welches du unterschreibst, damit du uns eben diese Vollmacht gibst, von der ich gerade gesprochen habe. Denn diese Vollmacht benötigen wir, um den Antrag beim Staat stellen zu können. Und sobald das getan wurde, erhältst du auch schon direkt am nächsten Tag eine Zu- oder Absage bezüglich der Förderung. In der Regel wird das auch immer genehmigt, da wir bereits vorher am Telefon schon geklärt haben, ob du für diese Förderung eben geeignet bist oder eben nicht. Ja, und wenn du diesen hast, dann kann es auch schon direkt losgehen. Aber wie läuft das natürlich jetzt alles überhaupt finanziell ab? Ja, bekommst du den Betrag zurückbezahlt oder wie ist das Ganze? Musst du den vollen Betrag vorher abbezahlen oder? Also, der Staat schreibt vor, dass du einige Dokumente vorlegen musst, um dann auch das Geld, was du überwiesen bekommst, zu erhalten. Wie zum Beispiel, du musst ihnen das Angebot, die Rechnung, einen Kontoauszug vorlegen, der dann eben auch beweist, dass du diese Unternehmensberatung vollständig bezahlt und überwiesen und auch in Anspruch genommen hast. Du musst ebenfalls einen Beratungsbericht vorlegen, der von uns erstellt wird. Also da musst du dir keine Sorgen machen, den machen wir für dich fertig, den reichst du einfach mit ein. Und sobald das getan ist, dann erhältst du auch in wenigen Wochen das Geld vom Staat. Was ist, wenn die Förderung aber möglicherweise abgelehnt wird? Bleibst du dann auf dem Geld theoretisch sitzen? Und nach unserer Erfahrung bekommst du in 99,999% der Fälle ja das Geld auch auf dein Konto vom Staat überwiesen. Es gab jetzt von unserer Seite aus noch nie einen Fall, wo das jetzt irgendwie nicht geklappt hat. Sollte es tatsächlich aus welchen Gründen auch immer nicht dazu kommen, dass du das Geld zurückerhältst, dann werden wir persönlich das Geld von unserer Seite aus dir erstatten. Wie schnell erfolgt denn das Ganze überhaupt? Ja, fragst du dich vielleicht möglicherweise auch. Ja, wann erhält man da auch die Zuschüsse und so weiter? Also die Förderung erhältst du, wie gesagt, recht schnell. Wenn du dich heute für diesen kostenlosen Fördercheck einträgst, dann hast du spätestens in 3 Tagen die Zusage für die Förderung. Und dann kann das Ganze auch schon, wie gesagt, losgehen. Ja, und wie lange braucht es dann, bis das Geld ungefähr wieder auf deinem Konto ist? Das hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab, aber wie gesagt, in ein paar wenigen Wochen. Ich würde jetzt sagen 2 bis 4. Wenn es schlecht läuft, 8 Wochen. Was kann ich denn dann auch von dem Coaching erwarten, ja, wenn du das mit uns machst? Also, wir zeigen dir, wie du Anfragen von gut zahlenden Brautpaaren erhältst. Wie du auch in deiner Region auf Google Seite 1 kommst. Das ganze Thema Suchmaschinenoptimierung als auch Google Ads. Wir zeigen dir, wie du hochpreisige Hochzeiten von 2.000 bis 4.000 Euro buchst. Wir zeigen dir, wie du deine Webseite erstellen solltest, wie du die auch so baust, dass sie wirklich für Anfragen und Buchungen sorgt. Wir zeigen dir also, wie du mit diesem Webauftritt wirklich Brautpaare begeisterst, ja, die zum einen deine Texte dann dort sehr gut finden, als natürlich auch deine Arbeit und die gesamte Struktur. Wir zeigen dir auch, wie du raus aus der Vergleichbarkeit kommst. Wir zeigen dir auch, wie du bessere Fotos und Videos machst, ja.
Also durch unsere Betreuung bekommst du dann einen Rundum-Service, sowohl durch mich als auch durch unsere Berater. Das heißt, wir lassen dich dann nicht alleine. Wir geben dir nicht nur irgendwie einen Videokurs an die Hand und dann sagen ciao, nee, sondern du kannst auch mit uns dann in Kontakt treten und wir zeigen dir wirklich, wie du alles Schritt für Schritt umsetzt. Deswegen, ja, mach den kostenlosen Fördercheck auf walterweber.de/Förderung. Findest du hier unten unter diesem Video, ja. Dann erfährst du eben auch schon direkt, ob du berechtigt bist, ein vom Staat gefördertes Coaching zu erhalten oder auch nicht. Und deswegen, klick drauf, ich freue mich auf dich.